Badidi. Vorsichtig, nicht zu so stark, Zweidi. Das Horn allein gilt nicht. Vorsicht, jetzt nicht zu stark. Vorsicht! Erstens einmal, bitteschön, bei 292, gell, lassen Sie sich nicht verleiten. Trompete, einfaches Ort, Forte und die Posaune auch. Wir sind hier überall fortissimo, sonst kann ich die Steigerung nicht mehr tun. Wenn ihr verleuten zu dem Klangrausch, gell, es darf nicht sein, zurückhalten bei der Kanzel. Und dann noch etwas. Nach 293, 1, 2, 3, 4, im fünften Takt, haben wir überall fortissimo. Wir müssen aber fortissimo, fast fortissimo Piano spielen, weil die Sängerin singt in Gottes Namen und die hört man nicht mehr. Weil das ganze Orchester im fortissimo, man muss bei dieser Stelle Didaram, in Gottes Namen kommen sie. Sonst ist sie nicht zu hören bei der ganzen Stelle. Das ist das Einzige, was nicht drin steht bei der ganzen Stelle. Das ganze Orchester spielt fortissimo, ist drin gestanden. Aber es kommt sonst nicht durch. Jetzt muss ich bloß den Höhepunkt haben bei dieser Stelle. Das war ein bisschen zu früh gekommen. Und zwar bei 290, darf ich nochmal haben, bitte schön. 290 hat alles Piano. Solo Violine bei der ganzen Linie. Ja, von den vier Linien, ersten vier Linien. Molto espressivo forte, die anderen Piano. Und jeder macht die Irara, es verleitet so, dass man plötzlich losgeht. Da. Auf einmal hört man nichts mehr von den Sängern. Bitte schön. 92. Meine Herren, Sie müssen der ersten Geige zuhören. Sie müssen der ersten Geige zuhören. Sonst ist nicht so, es geht zu durcheinander. Bitte schön einmal. Zu stark. 92. Das vielgerühmte Münchner Rosenkavalier Terzett präsentiert sich heute in Zivil bei einer Probe zum fünften Sonntagskonzert des Bayerischen Rundfunks. Als Säule der Münchner Rosenkavalier-Aufführungen ist Frau Kammersängerin Hertha Töpper seit 10 Jahren bestens renommiert. Meine Frau, Sie haben kürzlich in New York zum ersten Mal den Octavian gesungen. Ja, das war mein Debüt und es war ein sehr großes Erlebnis für mich. Ich habe es 8-mal gesungen und die Regie Lotte Lehmann war für mich natürlich ein großes Erlebnis und das Haus und die Stadt, alles. Ja, und Sie sagen doch auch in letzter Zeit sehr viel Oratorien. Sie gastierten in Paris, wie ich gehört habe. Ja, mit Johannes Passion, mit einer Kantate, mit dem Mozart-Requiem. Ich habe dann in München auch die Johannes Passion gesungen und fahre jetzt nach Wien damit, mit Richter und mit dem Bachchor hier. Oh, jetzt kommt doch sowieso die Oratorienzeit mit Matthäus Passion. Ja, aber eine erstaunlich weite Kurve, von der Carmen und dem Octavian bis zum Oratorium und jetzt auch bis zur Schallplatte, wie ich gehört habe. Ja, ich habe gerade in Berlin den tiefen Evangeliumann aufgenommen und die Eboli-Kurve.
Arie. Und in München sind Sie in den nächsten Tagen wieder im Ring zu hören? Ja. Ne? Jeden Abend fast wieder fast auf der Bühne? Jeden Tag, ja. Ja. Und als Marschallin im Ensemble wirkt Frau Kammersängerin Claire Watson, eine echte New Yorkerin. Verehrte gnädige Frau, Ihre Karriere begann ja mit der Rolle der Marschallin. Ja, fast. Es war eine meiner ersten Rollen in Frankfurt. Und ich habe es mit Scholti einstudiert in 1958. Und dann sangen Sie aber auch die Marschallin noch in London? Ja, im gleichen Jahr bin ich dann eingeladen an die Oper Covent Garden, die gleiche Rolle zu singen. Da gastieren Sie ja häufiger in London, ja, auch sehr in Mozart bei dir. Ja, Mozart, Verdi und Benjamin Britten, Peter Grimes. Richtig. Und wie sieht und Ihr... Oh, pardon, Ihr Plan für den heurigen Herbst aus? Ich meine, die Nationaltheatereröffnung rückt näher. Ja, ich glaube, der Fall ist bei mir wie bei vielen anderen, wir müssen alle schöne Angebote ablehnen. Ach, ja. Wegen unserer Eröffnung. Ja, ich hoffe, Sie tun es gern. Gern. Denn Sie werden ja in den Eröffnungsvorstellungen wahrscheinlich beteiligt sein. Das ja. ist natürlich sehr, sehr schön. Und die Marschallin sangen Sie in München erst kürzlich zum ersten Mal, nicht? Wir haben die neue Einstudierung der neuen Inszenierung, im vorigen Januar gemacht. Und als Sophie in diesem Ensemble wird Fräulein Ingeborg Hallstein. Fräulein Hallstein hat ihre ersten Schallplattenaufnahmen hinter sich. Ja, ich habe in London den Fidelio mit Dr. Klemperer aufgenommen. Die Gesamtaufnahme? Ja, die Gesamtaufnahme. Ja. Und dann läuft also bei Ihnen die Schallplattenproduktion an, sozusagen. Ja, ich habe im April 3 große Schallplatten, Querschnitte zu machen und ja, so langsam. Ja, und so auf der Bühne außerhalb Münchens? Ja, dann, ich war zuletzt jetzt in London, da habe ich Zauberflöte gesungen. Covent Garden, das ist mein Debüt gewesen, auch mit Klemperer. Und davor habe ich in Wien mit Karajan das Theater an der Wien eröffnet, auch mit Zauberflöte, die verfolgt mich ein bisschen. Und sonst in München haben Sie Triumphe gesungen, nicht? Ja, vorgestern Premiere und jetzt studiere ich dann die Zerbinetta. Und nun bedanke ich mich vielmals bei den drei Damen von unserem Rosenkavalier Terzett. Das Terzett werden Sie jetzt hier nochmal in einer Probe mit voller Stimme hören.